Ja, hallo liebe Freunde von Schulhofprogrammierung. Wir werden uns heute mal eine Sache hier anschauen, und zwar, wie kann ich eigentlich ja eine Webseite aktualisieren auf Netlify? Ja? Also, ich habe hier so ein System programmiert, wo man hier so Dienstzeiten und so weiter eintragen kann. So, jetzt steht hier zum Beispiel endlos Dienstplan, und ich will hier oben praktisch noch angezeigt bekommen, dass hier noch Dienstplan Maschine steht, zum Beispiel. Ja, das trage ich jetzt hier mal ein. Das ist also meine Änderung. Ja, und so wird mir die ganze Geschichte im Moment auch angezeigt. Ja, das heißt, ich gehe in meinen Index jetzt rein und schreibe hier noch Copy. Dienstplanmaschine rein. Ja. Das ist also meine Änderung. Und das will ich natürlich updaten, sage ich jetzt mal. Ja. Wir schauen es uns mal an. So. Jetzt habe ich das zum Beispiel hier stehen. Ja. So. Und kann dann hier praktisch meine Zeiten und so weiter alles cool eintragen. So, jetzt habe ich das Ganze natürlich hier im Code und noch nicht auf Netlify hier. Ja. Jetzt gehe ich hier rein und auf Netlify, und dann gehe ich auf Login. Tödem. Dauert immer ein bisschen. Ja. Und du siehst, jetzt habe ich hier zum Beispiel ist meine Dienstplanseite gelistet. Ja, wenn ich hier so draufklicke, ja, habe ich die hier. Ja. Aber da steht ja jetzt im Moment noch nicht Dienstplanmaschine hier drauf. Ja, weil ich habe das ja jetzt im Moment nur in meinem, ja, Visual Studio Code hier. Ja. Ich will das ja aktualisieren. Wie mache ich das jetzt? Ich gehe also her, ja, und scroll hier. Gehe auf, ja, Site Settings. Beziehungsweise, ja. Kann es eigentlich auch anders hier machen. Und geht hier oben auf Deploys. Ja? So, jetzt sind wir richtig. Und dann hast du hier das Feld. Ja? Und ich habe ja meinen Ordner hier, habe ich Ur genannt. Ja? Und da liegen praktisch alle meine Dateien hier drin. Ja? So, schauen wir hier mal lokal hier an. Und hier ist auch schon praktisch mein Ordner. Hier liegt dann praktisch der ganze gesamte Code hier von Visual Studio Code, habe ich hier drin. Ich klicke hier mal drauf, damit ihr es sehen könnt. Also hier habe ich das Index und hier habe ich meine Style. Ja. Hier ist also alles drin, was ich brauche. Ja. Nun ist es bei Netlify so, dass du im Prinzip den ganzen gesamten Ordner hier jetzt rüberziehen musst. Ja. Das heißt, wenn ich den jetzt hier reinziehe, ja, dann müsste es mir eigentlich das Wort Dienstplanmaschine auch anzeigen.
hier noch mal auf. Login. Jetzt gehe ich wieder hier auf Deploys. So. Und jetzt, ich mache das hier mal kleiner, damit ihr das gut sehen könnt. Hier. Irgendwie geht das nicht. Ja, machen wir es so. Jetzt. Also. Ich gehe jetzt also her und schiebe diesen Ordner hier, wo ich jetzt Dienstplanmaschine eingetragen habe, schiebe ich hier rein. Ja. Das heißt, ich aktualisiere meine Homepage. Ja. Wir hatten das Ding hier ja Zeit oder Uhr genannt. Ja. So, hier haben wir unseren Urordner. So. Und jetzt gehe ich her und ziehe den mit gedrückter Maustaste den gesamten Ordner hier rein. Wusch. So. Und jetzt werden wir mal sehen, ob es jetzt. Ja, das Wort Dienstplanmaschine hier mit aufgenommen hat. Wir klicken hier jetzt also drauf oder muss man hier unten vielleicht nochmal was einstellen? Nö, also ich klicke hier drauf, zack. Und du siehst, es wird mir hier dann sofort hier Dienstplanmaschine hier eingeblendet. Ja? Geht also ganz einfach dieses Aktualisieren. Ja, ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.